Guten Abend, liebe Zuschauer. Ein ZDF-Spezial zu den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln. Unsere Serie Die Rosenheim-Cops, die beginnt etwa 10 Minuten später. Ja, 5 Tage ist es jetzt her, dass in der Domstadt Frauen bedrängt, belästigt und bestohlen wurden. Von Männern anscheinend ausländischer Herkunft. Und erst jetzt, 5 Tage später, erst jetzt und ganz langsam entwickelt sich ein Bild des Geschehens. Und immer noch bleiben Fragen offen. Wer sind die Täter nun genau? Kriminelle Banden, die sich am Silvesterabend gut organisiert hatten, um Frauen gleich massenhaft zu belästigen und dann zu beklauen? Ging es da eher um Diebstahl oder waren es doch eher sexuelle Motive oder beides? Und mit welchen Tricks arbeiten eigentlich solche Gruppen? Simone Müller ist diesen Fragen nachgegangen. Wer waren die Täter und woher kamen sie? Diese Frage beschäftigt auch Tage nach den Geschehnissen in Köln noch Polizei und Bevölkerung. Augenzeugen berichteten, vor allem junge Männer aus Nordafrika seien an den Diebstählen und der sexuellen Gewalt beteiligt gewesen. Eigen Merkel versuchte an diesem Abend, seine Freundin zu beschützen. Die war panisch. Die hat mich also ganz fest an der Hand geklammert und hat nur noch mir ins Ohr geflüstert, hier, lass uns hier verschwinden, lass uns hier verschwinden, ich habe Angst. Man muss leider dazu sagen, es waren keine mitteleuropäischen Leute. Zumindest war eine starke arabische Ausprägung dabei. Und egal, wo man hingeguckt hat, man hat sich eigentlich nur in Gesichter geguckt, die einen höhnisch angelächelt gelacht haben. Und es war sehr unschön. Junge Männer, die sich ohne an Regeln zu halten klauen und Jagd auf Frauen machen, eine Horrorvorstellung. Fakt ist, nicht nur in Köln gibt es zunehmend Probleme mit jugendlichen Banden. Bisher fielen sie, wie zum Beispiel in Bremen, durch Trickdiebstähle auf. Es handelt sich um eine spezielle Tätergruppe, hauptsächlich aus Marokko und Algerien entstammt, die vermehrt Antanzdiebstähle begehen. Das sind Diebstähle, wo sie in offenbar guter Laune, meist in einer Gruppe von 2, 3 Leuten, auf Personen zugehen, die fröhlich antanzen und denen bei der Gelegenheit dann die Wertsachen stehlen oder zum Beispiel Handys. Mittlerweile ist die Zahl solcher Straftaten drastisch gestiegen und die Polizei zeigt selbst im offenen Bremen mehr Präsenz als früher. Ob die Täterstruktur bei den Überfällen in Köln nun ähnlich ist, bleibt bislang unklar. Die massiven sexuellen Übergriffe sind eine neue Dimension. Nichts ist bewiesen, aber es steht der Verdacht im Raum, auch Flüchtlinge könnten unter den Tätern sein. Vielleicht waren auch Flüchtlinge dabei, weil die wirklich in einer frustrierenden Lage in Deutschland sind. Und dann brauchen wir Konzepte. Konzepte, wie man alleinstehende junge Männer integriert. Alle hoffen, bald Klarheit zu haben, was wirklich passiert ist. Silvester. In Köln. Und jetzt zugeschaltet aus Dortmund Arnold Plickert, NRW-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und stellvertretender GdB-Bundesvorsitzender. Plickert, hat die Polizei in der Silvesternacht in Köln schlichtweg versagt? Nein, die Kollegen haben eine ganz schwierige Einsatzsituation vorgefunden. Zunächst hatten wir einen Menschenpulk von 1000 bis 1200 Männern. Wir hatten Dunkelheit. Da ist es schwierig, einzelne Delikte zu lokalisieren. Da haben wir schon Schwierigkeiten, mit unseren Kameras das festzustellen. Im weiteren Verlauf haben sich Gruppen von 150 gebildet. Die haben Frauen umschlossen, quasi als Sichtschutz, haben dann agiert, haben die Frauen beraubt, sexuell angegangen, und das war für uns nicht erkennbar. Und hinzu kommt, dass wir den ersten Hinweis, also die erste Anzeige, erst nachts um 1 Uhr bekommen haben. Ja, warum weiß man eigentlich immer noch nichts Genaueres über die Täter nach 5 Tagen? Also wir haben ja klare Hinweise von den Einsatzkräften, dass diese Gruppe Migrationshintergrund hatte, und zwar aus dem Bereich Nordafrika, Männer, und aus dem arabischen Bereich, und den Rest muss jetzt die Sonderkommission ermitteln, wenn Bilder der Beweissicherung ausgewertet sind. Ja, haben diese Männer die Frauen bedrängt, um sie dann auszurauben, oder standen da auch oder vielleicht sogar eher sexuelle Motive im Vordergrund? Ich denke, beide Motive standen im Vordergrund. Zum einen wollte man die Frauen ausrauben, aber hat sich dann irgendwo, glaube ich, auch in Ekstase gebracht, weil es war eine Menge Alkohol im Spiel. Die Gruppe hat sich hochgeputscht und hat dann nachher, so wie es aussieht, völlig die Kontrolle über sich verloren. Und das ist dann zu diesen unsagbaren Zuständen gekommen. Kurze Frage mit Bitte um kurze Antwort. Müssen Frauen hierzulande jetzt Großveranstaltungen meiden, weil die Polizei sie nicht wirklich schützen kann? In Nordrhein-Westfalen steht ja Karneval vor der Tür. Nein, das ist nicht der Fall. Wir werden auch die Frauen im Karneval in Nordrhein-Westfalen, aber auch in allen Städten in der Bundesrepublik schützen können. Da braucht keine Frau Angst haben. Arnold Plickert war da als NRW-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Danke nach Dortmund. Gerne.
Ja, Entsetzen und Empörung, so die Reaktionen auf die Ereignisse in der Silvesternacht in Köln. Bundeskanzlerin Merkel, die bezeichnet die Übergriffe als widerwärtig. Und natürlich werden Rufe nach Konsequenzen laut. Thomas Münden hat Stimmen aus der Politik zusammengefasst. Die Kölner Oberbürgermeisterin handelte heute. In einer Krisensitzung ließ sie sich informieren über das, was die Kölner Polizei noch am Neujahrsmorgen als friedliche Party bezeichnet hatte. Das Verhalten der Täter war absolut intolerabel. Und deswegen werden wir natürlich zu erwarten haben, dass die strengste Verfolgung geschieht. Die Täter auf der Domplatte zu ermitteln und zu bestrafen, das steht im Moment bei allen Reaktionen im Vordergrund. Es muss in aller Schärfe verurteilt werden. Ich hoffe, dass die Polizei so schnell wie möglich, so viel wie möglich der Täter dingfest machen kann und dass sie mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Ähnlich sieht es auch die Kanzlerin. Sie drückte ihre Empörung über diese widerwärtigen Übergriffe und sexuellen Attacken aus, die nach einer harten Antwort des Rechtsstaats verlangen, so das Bundeskanzleramt. Das trifft nicht nur die Täter, machte der Bundesjustizminister in seiner Stellungnahme klar. Auch diejenigen, die dort dabei gewesen sind, ohne sich aktiv zu beteiligen, die Kulisse gebildet haben, dafür gesorgt haben, dass Frauen nicht flüchten konnten, die bewegen sich auch im Bereich der Mittäterschaft bei solchen Ereignissen. Es ist nichts entschuldbar, weder durch Alkohol noch dadurch, dass man selber nicht aktiv gewesen ist. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft fordert klare Kante und Differenzierung. Sie schreibt, hoffentlich werden möglichst viele Täter ermittelt und bestraft. Klar ist, dass dies unabhängig von der Herkunft erfolgen muss. Der Staat darf nicht zulassen, dass Menschen auf öffentlichen Plätzen wie rund um den Kölner Dom Angst haben müssen. Heute Abend am Hauptbahnhof. Spontan haben sich viele Kölner hier zu einer Demo gegen die Täter eingefunden. Sie wollen klarmachen, auch die Bürger wollen den Platz nicht widerstandslos solchen Verbrechen überlassen. Und jetzt live zugeschaltet aus Düsseldorf, Ansgar Heveling von der CDU, Vorsitzender des Bundestagsinnenausschusses. Die Ereignisse von Köln, auch ein Fall für das Parlament in Berlin und für den Innenausschuss des Deutschen Bundestags? Guten Abend, Herr Lehmann nach Mainz. Zunächst einmal ist es natürlich so, dass die operativen Fragen des Polizeieinsatzes und die Frage, wieso die Polizei zunächst zu der Einschätzung kommen konnte, es sei ein entspannter Abend gewesen, eine Frage der Landespolitik ist in Nordrhein-Westfalen, weil es um die Landespolizei geht. Es gibt aber sicherlich auch Fragen, wenn es um strafrechtliche Konsequenzen geht, um die Frage auch ausländerrechtlicher Aspekte, die den Bundestag berühren, weil er für diese Fragen gesetzlich zuständig ist. Ja, bislang ist ja noch vieles unklar, was die Täter betrifft. Ist Köln in Ihren Augen ein Sonderfall oder doch auch eine Warnung an den Rechtsstaat? Also ich denke, es ist klar, dass der Rechtsstaat bei diesen in der Tat widerwärtigen, widerlichen Straftaten, die in Masse begangen werden, mit aller Härte reagieren muss. Meiner Einschätzung nach sind die strafrechtlichen Voraussetzungen dafür auch da. Unser Strafgesetzbuch schützt die sexuelle Selbstbestimmung ganz klar. Da gibt es auch keine Ausnahme, keine Frage des Ansehens der Person, keine Rücksichtnahme auf kulturelle Hintergründe. Ohne Ansehen der Person, wer solche Straftaten begeht, muss mit einer Bestrafung rechnen. Die Stimmung im Land ist ja wegen der Flüchtlingskrise angespannt. Die Kommentare etwa heute im Netz, ja, die sind heftiger als wohl je zuvor. Aber ist nicht gerade jetzt Besonnenheit, wenn nicht erste Bürgerpflicht, dann auf jeden Fall aber erste Politikerpflicht? Es ist ganz klar, dass jetzt die Ermittlungsbehörden am Zug sind, tatsächlich zu ermitteln, wer sind die Täter. Und dann muss die Justiz, müssen die Gerichte entscheiden. Und Justitia ist eben blind. Das heißt, sie muss ohne Ansehen der Person, ohne Frage der Herkunft entscheiden, wer eine Straftat begeht, egal wo er herkommt, wer er ist, muss bestraft werden. Apropos Besonnenheit, der Generalsekretär Ihrer Schwesterpartei CSU, Andreas Scheuer, der fordert jetzt die sofortige Abschiebung von Flüchtlingen, die Frauen sexuell belästigt haben. Wir haben rechtliche Rahmenbedingungen sowohl im Asylverfahrensgesetz als auch im Aufenthaltsgesetz, die unabhängig von der Frage, was für Straftaten man begeht, bei der Begehung oder bei der Verurteilung von Straftaten auch aussieht, dass entweder ein Asylantrag von vornherein unbegründet ist oder aber eben auch
bei bestimmten Straftaten eine Ausweisung erfolgen kann. Also wir haben auch da die rechtlichen Grundlagen, um handeln zu können. Ansgar Hebeling war das, Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses und Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Danke nach Düsseldorf. Danke nach Mainz. Ja, liebe Zuschauer, das war unser ZDF-Spezial zu den Übergriffen in Köln in der Silvesternacht. Weitere Informationen finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de und später auch ausführlich im Heute-Journal, heute erst so um 23.10 Uhr. Hier geht es jetzt weiter mit den Rosenheim-Cops. Ihnen noch einen guten Abend.